Hallo ihr Lieben, hier ist Nicola aus der Gegenwart. Wenn ihr dieses Video jetzt gleich seht, werdet ihr sehen, dass das Haus noch lange nicht fertig ist. Das war so das Anfangsvideo, also die Anfangsarbeiten, die wir gemacht haben. Ja, aber trotzdem wünsche ich euch viel, viel Spaß bei diesem Video. Nicht wundern, deswegen kurzer Reminder. Und ja, viel Spaß damit. Ich glaube, bis zum Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Colaway. Ich hoffe, dir geht's gut. Heute steht ein bisschen was an und zwar fahren wir Badmöbel gucken und ich bin sehr excited, weil bisher haben wir nichts gefunden oder wir waren in Geschäften, wo man halt jemanden benötigt, der das dann für einen bestellt, also eine Firma und ja. Irgendwie noch keine wirkliche Vorstellung. Auf jeden Fall lassen wir uns heute beraten. Ich bin echt gespannt, wie es dann am Ende aussehen wird. So, wir waren jetzt gerade beim Bauhaus und haben einige Sachen gekauft zum Streichen, Verschwachteln, generell Eimer noch gekauft, alles was man so benötigt. Jetzt fahren wir was essen. Es ist nämlich schon 11.43 Uhr, Zeit für Mittag. Ja, im Moment stehe ich halt mega früh auf, um alles zu erledigen. Gerade ist ja Montag und ist halt auch dann wichtig, dass wir den Tag auf jeden Fall ausnutzen und einiges erledigen können. Wir haben uns auch jetzt gegen das Sanitärhaus entschieden, weil wir es einfach online bestellen. Also wir gucken uns das da alles an, dann gucken wir einfach nach den Maßen und bestellen. Das ist eigentlich, ja, das wird besser dann sein, weil da hast du dann wieder so viel Auswahl und keine Ahnung, kannst dich nicht entscheiden. Ja, kostet einfach nur Zeit und zu Hause am Internet kann man das dann auch besser machen, im Bett oder so. Ja, naja, wir fahren jetzt essen. So, zurück von allem. Ich bin hier gerade noch dabei, im Schlafzimmer die Rollladen zu säubern. Ich habe jetzt kein wirkliches vorher gemacht. Ich kann es bei der anderen Rolllade zeigen. Hier, das ist bisher das Ergebnis. Man sieht halt immer noch so Schlieren und so, da muss ich nochmal drüber gehen. Keine Ahnung, wie man das richtig sauber gemacht bekommt. Auch hier die Fensterrahmen will ich ein bisschen mehr sauber machen. Alles halt noch mega dreckig und vergilbt. Und auch von außen dann gleich so aufrollen, sodass man da dran kommt. Werde ich heute machen. Hier ist übrigens schon unsere Leinwand. Komplett verbaut. Muss halt nur noch die Decke jetzt dran gemacht werden. Hier steht unser Boden, wie das alles hier vorangeht, voranschreitet. Alles dreckig, jahrelang nicht geputzt und es geht halt wirklich nicht richtig ab, aber ich glaube, man sieht ganz gut, wie dreckig das ist. Ja, und jetzt gleich zeige ich euch nachher. So sieht es jetzt aus, nachdem ich es geputzt habe. Also um Welten besser, aber man kriegt es halt leider nicht komplett sauber, aber ja, ist halt schon gebraucht, ne? Das Fenster ist noch immer gelb. So, während ich hier fleißig bin, sind die Männer im Nachbarzimmer fleißig. Und zwar wird jetzt hier die Decke gemacht. Endlich, wie ihr sehen könnt, hat sie es auch hinter sich. Also das bleibt ja sowieso, aber da kommt jetzt Riebiges ran. Ja. Ich glaube, sonst hattet ihr das alles schon gesehen. Toilette ist ab und so weiter und so fort. Jo, und ich mache jetzt noch die Rolle von hier
sauber. Immer von Rolle von Rollo. Wir haben jetzt auch hier schon so einen Kippschalter. Das wird natürlich noch alles schöner hier gemacht, ne? Ich räume das mal eben auf, dass ich an die erste komme. Genau, und da fange ich jetzt an. 6,5 Stunden später. So, hier ist alles sauber. Und ich begebe mich jetzt an dieses wundervolle Fenster. Ich weiß nicht, ob man es richtig sieht, aber es ist übertrieben dreckig. Doch, man sieht es. Jo, das mache ich jetzt sauber. Auch hier die Scheibe, ey. Eklig. So, jetzt ist es offiziell 8:30 am Montagabend. Ich sehe fällig aus. Ich muss auch jetzt noch was essen und keine Ahnung. Hier ist das Fenster. Das Endergebnis ist es wieder drin. Es ist sauber. Es ist nicht mehr gelb. Hier vielleicht nochmal im Vergleich zu den anderen Fenstern, wie die aussahen. Ne? Ihr habt ja eben den Vorher-Nachher-Effekt gesehen. Jetzt machen wir hier noch Licht aus. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren nicht vergessen. Und einen Kommentar, wie euch das Haus gefällt, wie weit wir gekommen sind. Das ist echt krass. Aber ihr seht das ja auch immer in den Updates dann. Ja, sehr, sehr cool. Ich freue mich. Irgendwann werden wir hier schlafen. Gute Nacht.